Packt er das in die Kiste? Ich glaube, war auch nicht ganz dicht dran. Naja, Versuch. Ja, jetzt mach das. Jetzt pack das in die Kiste. Na, das ist doch super. Unsere erste Automatisierung. Cool. Ich gebe zu, ich bin mit Maschinen nicht besonders gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Und ein Zinn. Und ein Eisen und ein bisschen da. Auf jeden Fall super Idee gewesen, Haradorik. Dankeschön dafür. Und den Rest und das machen wir dem Rest dann auch noch. Wir müssen dann halt nur sehr, sehr viele Förderbänder bauen. Und die kosten sehr, sehr viel Zinn. Nee, hier. Ja. 2 Zinn für 5 Förderbänder. Es geht. Es ist okay. Es ist machbar. Aber es ist trotzdem ganz schön teuer. Kann da hin. Und noch irgendwas Essbares hier? Nee. Nur Schleim. Den Schleim packen wir woanders hin. So. Ey, die Erdwände. Unglaublich. Bist du schon auf den neuen Content gespannt? Ja, auf jeden Fall, ne? Ich auch. Amulett, die haben wir noch nicht. So. Vielleicht machen wir noch eine Eiersammlung. Die Frage ist, wo sammeln wir die? Nicht hier. Kann sein, dass wir das Förderband auch noch ein paar Mal umsetzen müssen. Hallo, Oppes. Hier, bitteschön. Oder vielleicht setzen wir die hier auch noch um. Um dann das Förderband umzusetzen, um dann... Und so. Also es wird noch lustig. Und ja, das Förderband befördert nicht nur Erze, sondern eben auch Mobs. Was ich ein bisschen blöd finde. Aber was soll's. Immerhin funktioniert's und das ist die Hauptsache. Und hier habe ich noch haufenweise Kram, den ich eigentlich nicht brauche. So. Karin haben wir unten. Ich überlege gerade. Wir haben ja nur schon ein Gleis, das fast bis nach hinten. Nee, die hatten wir nicht bis nach hinten verlegt. Nur bis dahin. Wir müssen noch verlegen. Da werde ich ja ganz verlegen. Oh Gott. Haben wir noch Gleise? Bestimmt. Hat er doch so viele gemacht. Haha. Wir werden jetzt noch ein paar Gleise verlegen. Damit wir noch an dieses neue Erz kommen. Dieses Galaxit. Bevor wir zum Solarit kommen. Aber ich finde das so cool, dass das funktioniert mit dem Förderband. Und es ist ja auch scheißegal, man muss ja nicht mal dabei sein. Das arbeitet hier völlig automatisch. So. Ah. Huch. Oh, Mietz. Ich wollte einsteigen. Komm, einsteigen. Weiter geht's. Ah. Und da ist Schicht im Schacht. Genau das ist es, was ich eben meine. Das muss noch weitergehen. Dann legen wir noch ein paar Gleise. Durch feindliches Territorium. Oh, hier ist noch ein bisschen Zinn.
Aber da müssen wir uns ja eigentlich gar nicht mehr kümmern. Das läuft ja jetzt alles vollautomatisch. Und irgendwie ist das gerade echt toll. Man sollte sich mehr mit Technik auseinandersetzen. Das vereinfacht alles irgendwie. Okay, bis hier. Und dann können wir von hier nämlich nach Hause. Und jetzt muss ich mal gucken, ob hier in der Nähe ein Galaxiterz ist. Wo wir nicht so weit laufen müssen. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir erstmal nicht mehr. Aber vielleicht finden wir noch ein paar Skorpione oder sowas, die wir dann mitnehmen können. Aber einen Spaß empfehlen nehmen. Ja, das stimmt. Ich meine, es macht einem viel einfacher. Aber ich sag mal, das Grinden ist ja teilweise auch nicht so lustig manchmal. Ne? Vor allem, wenn du jetzt hier, wie hier noch gar nicht so weit bist mit dem Bergbauschaden. Ne? Und dann gräbst du ewig in 3 Tage. Und das ist doch cool, wenn man so einen Bohrer hat. Man muss sich ja nicht alles automatisieren. In Minecraft zum Beispiel würde mir das auch keinen Spaß machen. Wo andere sich dann immer so riesengroße Farmen bauen und ich denke mir so... Aber selber machen macht doch mehr Spaß. Also man kann ja beides machen. Ups, den habe ich zertrampelt. Es tut mir leid. Das ist ein ganz schön weitläufiges Gelände. Holy moly. Es sparkelt. Es sparkelt so schön. Ah. Danke, Mietz. Warum nehme ich die eigentlich noch mit? Ich brauche die doch gar nicht. Aber gerade hier mit den Erzen grinden, weißt du, irgendwann hast du ja eigentlich auch die Wände durch. Und dann findest du nichts mehr. Und da finde ich das dann halt wieder ganz praktisch, weil du hast ja nun mal hier auch die Erze, wo du dann ewig und 3 Tage mit dem Bohrer dran stehen kannst. Und die haben ja nun mal... Was ist das? Was war das? War einfach nur so, wa? Du hast ja nun mal die Erze hier, die dann eben ewig und 3 Tage alles abwerfen, ne? Und dann kann man das auch schon nutzen. Ich glaube, das ist sogar hier sogar so gewollt. Genauso wie hier offensichtlich auch gewollt ist, dass man alles auch ausstellen kann. Und es dann auch noch richtig schön aussieht, wenn man es ausstellt. Wir haben ja heute die Bosse nochmal gemacht. Um deren, um die Trophäen auszustellen. Und holy shit, sieht das toll aus. Die leuchten sogar. Ui, mein Schädel. Ah. Joink. Joink. Wir sammeln ja wieder alles, was wertvoll ist. Was haben wir denn hier gefunden? Ah! Und ich kann es nicht abbauen. Nein! Eine Weihrauchschale. Oh, wie geil ist das denn? Ein Grottlingschädel, Blauglas, Scherbe. Oh mein Gott, was zum Henker. Also erstmal sämtliche Samen können weg.
sage ich und sammle die nächsten Pflanzen ein. Nehme ich, danke. Obelisken. Hier ist einfach nur eine kleine Oase. Wie cool ist das denn? Cool. Man kann einfach mal einen Steinbogen mitnehmen. What? Ein Diamant gefunden. Wie cool ist das denn? Wir finden gerade einfach mal neue Sachen. Und ich wünschte, man hätte hier eine Sortierfunktion. Pflaumenball. Oh. So viel Land, wo du noch nicht bist. Oh, soll ich dann hier rausgehen? Das ist nicht dasselbe? Ja, das ist nochmal dasselbe. Ich war ja eigentlich auch nur hier, weil ich nach einem Erz gesucht habe, dass ich begraben kann. Das klang falsch. Ich meinte, nach so einem Ewig-Erz, wo ich dann den Bohrer ansetzen kann, das meinte ich eigentlich gerade damit und nicht begraben in dem Sinne. Aber vielleicht haben die das gar nicht, weil man das hier dann tatsächlich wirklich selten belassen wollte und man das eben nicht automatisiert abbauen kann. Ein bisschen schade. Vielleicht sollten wir das mal umkehren. Aua! Au. Ein Hoch darauf, dass sie das Zeug auch noch fallen lassen. Okay. Ab nach Hause. War gar nicht meine Absicht, hier so weit reinzugehen eigentlich. Rabenmiet. Oh nein, ich bin auf den Skorpion getreten. Oh. So eine Bombe. Eine Bombe. Ja, nicht. Ja klar, macht ja Sinn, ne, dass die Bomben haben. Okay, die kam von da oben. Dann muss ich irgendwann komme ich da auch hin. Na denn. Es war trotzdem eigentlich nicht meine Absicht, hier jetzt die ganze Zeit rumzulaufen. Weil ich eigentlich ja nach Erz gesucht habe, um Galaxit abzubauen. Und jetzt finde ich es nicht. Naja. Bomben verticke ich immer beim Händen. Auch eine gute Idee. War ich hier schon? Ja. Oh. Ich sammle haufenweise kleine Tode. Bevor ich dann den Großen erwische. Dass hier Schwarzkäfer sind, wundert mich kein bisschen, ne? Skaraben und so. Und das schön.
Hier denn irgendwo so ein Erzding? Man denn hier? Nee, sieht wirklich nicht danach aus. Schade. So, na gut, dann müssen wir halt hier noch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht kriegen wir dann bald eine neue Spitzhacke. Das wäre cool. Da oben. Ist dann anders wieder Grabsteine gesammelt. Oh nein, was hast du denn gemacht? Also Grabsteine gesammelt, klar, aber wie? Wem bist du denn begegnet, sag mal? Also außer Gevatter tot. Okay, nochmal hier oben nachgucken. Muss doch irgendwo was sein. Warum nicht? Kein dickes Galaxieerz, schade. Oh, aber eine sehr gute Ader hier. Die nehmen wir mal eben mit, weil wir es brauchen. Früher oder später brauchen wir es auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur den blauen Schleimkönig machen, aber irgendwie war dann da der Wurm drin. Oh nein! Ja, der ist schon ziemlich fies. Wie weit bist du denn eigentlich insgesamt gerade? Gold, unter anderem. Wir sollten nach Hause. Ich sollte eigentlich nach Hause. Und jetzt suche ich hier aber weiter. Warum tue ich das? Also, Galaxie ist ja auf jeden Fall eine Menge in den Wänden drin. Komm, los, Hirn. Konzentration. Noch nicht, weil ich hatte mal komplett umgebaut. Ach so, na dann. Und dein Gehirn auch manchmal auf so komische Ideen. Mein Gehirn ist heute irgendwie so ganz impulsiv auf Graben eingestellt. Ich weiß nicht warum. Wo war denn jetzt für unsere... Also die Lore habe ich dabei, aber wo war denn jetzt... Ach, da unten. Okay. Gefunden! Lore auspacken und... Plonk. Niu! Okay. Wie viel Skalit haben... Wie viel haben wir denn jetzt davon? 63, das ist nicht wenig. Aber noch ein Zinn vorkommen. Nicht schlecht. Das klebt noch schön vor sich hin. Bin mal gespannt, wie viel sich jetzt in der Zwischenzeit angesammelt hat. Und auf dieses Förderband bin ich nur gekommen, weil ich heute Morgen... Da ist ein Schleim hängen geblieben. Ah nee, den habe ich in der Hand. Weil ich heute Morgen Skalit, nee, nicht Skalit, das andere, Octarin geholt habe, weil meins war alle. Und ich dachte, ich gucke einfach mal nach, ne, wie viel sich da mittlerweile angesammelt hat. Und dann war das schon so viel. Ich dachte mir einfach nur so, what the hell? Ja, und ich denke mir so, ich will aber auch nicht die ganze Zeit immer nur runterlaufen müssen. Wie mache ich das jetzt am besten? Der Diamant ist so cool. Warte. Dann weg. Dann weg. So, dann haben wir noch diverse Käfer. Das ist gut.
Und jede Menge wertvolles Zeug, was wir dann sammeln können. Alles, was einmal ist, so. Das sind Fasern, die sind nicht wertvoll. Das ist wertvoll. Die sind nicht wertvoll. Aber die brauche ich noch. Das sind Deko-Elemente. Da weiß ich noch nicht, wohin damit. Okay. Die können verkauft werden. Und den Rest müssen wir mal sehen. Ah ja, das Museum wird groß. Es wird übertrieben groß. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe dezent Angst vor dem, was mich noch erwartet, was mein Gehirn noch anstellen wird. Tata. So. Wir sind auch schon an solchen Sachen am Sammeln. Packe ich die vielleicht auch erstmal mit da rein. Das sind große Dekostücke. Hoppes! Hoppes! Hoppes, ich brauche mal eben wieder mal Geld. Bin schon wieder pleite. Nein, sind wir natürlich nicht, aber außer wenn man Platz im Inventar als Reichtum ansieht, dann bin ich immer dauerpleite. So, was sagt denn unsere Kiste? Oh ja, immerhin. So viel Gold brauchen wir eigentlich gar nicht. Notfalls können wir das ja auch noch verkaufen. Ja, kein Problem. Ah nee. Das muss ja auch noch eingeschmolzen werden. Ups. So. So. Naja. Läuft das schon mal soweit ganz gut. Und diese Förderbänder machen wir noch ein paar Mal. Wir haben ja da oben noch eins. Und da unten noch eins. Und das hier bauen wir komplett ab. Wie man sieht, ich habe heute hier schon angefangen, den Boden einzureißen. Hier ist alles nur noch Wasser. Und sobald ich kann, werden auch die Wände eingerissen. Das machen wir, glaube ich, dann mit der Skalitspitzhacke, sobald wir die haben. Aber dazu brauchen wir wahrscheinlich erstmal den da. Ah ne, warte, hier. Wir brauchen 20 Galaxiebarren. Die kriegen wir hin. Die Schaufel kriegen wir auch hin. Bei dem Rest weiß ich noch nicht. Was haben wir hier? Galaxitfalle. Wagenwerkbank, die wird auch noch interessant. Galaxitanboss und ein Geschützturm. Und eine Solaritwerkbank, die... Na ja, gut, so weit sind wir noch nicht. Erstmal Galaxitanboss und vor allem die Spitzhacke. Also die 5 Dinge vom Korkkeeper auch schon durchgelesen? Die 5 Dinge vom Korkkeeper? Welche 5 Dinge? Also offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich nicht, weil ich gerade echt nicht weiß, wovon du sprichst. Nicht böse gemeint, ist einfach nur gerade so, absolutes Nope. Also nicht, dass du mir verrätst, sondern einfach nur, was muss ich mir durchlesen? Wie sieht's denn eigentlich mit diesen Schildkröten aus? Was lassen die denn da fallen? Seetangknödel. Okay. Essen. 15% Chance auf doppelte Menge Fisch, wenn du einen Fisch fängst für 5 Minuten. 15% größere Ernten für 5 Minuten. Ein weicher, warmer Knödel, der ziemlich merkwürdig riecht. Du willst nicht wirklich wissen, wo der herkommt. Ja, ich kann es mir denken. Okay.
Nur für bessere Angelergebnisse müssen wir also Schildkrötenköttel fressen. Alles klar. Na lecker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben schon wieder ein neues Kalb gekriegt. Leute. Hilfe. Und wir haben 4 Ziegen. Waren das vorhin nicht noch 3? Also 3 Zicklein, ja? Waren das vorhin nicht noch 3? Hey, Leute. Hört auf, so viel zu pimpern. Ist ja schlimm. Hier ist auch einer dazugekommen. Vorhin waren es noch 2. Vielleicht sollten wir die weniger füttern? Na, bleibst du mal draußen. So viel dazu. Warte mal, wenn man das dann schon so hat, kann man damit auch kochen? Nee, kann man nicht. So nicht schade. Alles klar, danke dir. Hätte ich echt alle Wolle verkauft? Naja gut, kriegen wir auch in Massen wieder. So ist es ja nicht. Wie sieht's aus? 15? Wie viel brauche ich? 20. Kein Problem. Kriegen wir hin. Probieren wir das doch mal aus. Mit dem Gärtnern. So, ernten müsste ich ja jetzt doppelt so viel können, ne? Na dann, gib mir. Oh, wieder Gärtner gelevelt. Wie? Oh. Keine Ahnung, was gebracht hat, ne? Soll ich ganz rausfinden. War kein Problem. Okay, wir müssten. Okay, wir haben 8 Karotten. Ja, es wurde tatsächlich ein bisschen mehr gesammelt, als ursprünglich da war. 8 Profungi? Ja, doch. Geht gut. Halt! Wir haben ein bisschen mehr gesammelt. Davon auch jeweils 8. Okay. Cool. Dann wieder, die da und die da. Nur an Samen sind nicht mehr geworden. Es sind zwar, man hat zwar mehr geerntet, aber nicht unbedingt mehr Samen dafür. Die Samen sind gleich geblieben. Ist hier eigentlich nicht irgendwo noch mal eine neue Zivilisation gefunden oder irre ich mich da? Ich glaube, ich irre mich. Oder wir hatten es komplett mitgenommen und ich habe es einfach noch wieder vergessen. Oh, 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 oh. Klatsche, klatsche, klatsche. Ich habe ein anderes Klatsche. Was? Nein, alles gut. So. Gärtnert ist. Kochen können wir demnächst auch noch mal irgendwas. Das packe ich mir mal da rein. So. Sehr schön. Was sagt unser Galaxit? Es tut mir leid, ich möchte bitte die... Wir haben hier einen 403er und hier haben wir einen 556er Bergbauschaden. Ja, da weiß man doch, was man tut. Nice.
Nice Scheiß. Und dann kriegen wir noch genug raus, um dann uns nochmal Dings zu machen. Also den Amboss hier. Und für den Geschützturm. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, ne? Den könnte man, ich meine, könnte man sich natürlich später mal aufbauen für, seit ich das gelesen habe, bei euch nämlich mit Tic-Tac oder Taktik. Oh, okay. Für die Wagenwerkbank, ein langer Arbeitstisch zum Herstellen schneller Fahrzeuge für deine Reisen. Ui. Okay. Ich bin gespannt. Galaxitfallen. Mal gucken.